Hier nochmal was zum Täterprofil. Ich habe mich vielleicht, also ich denke, ich bin auf der richtigen Spur, wenn ich sage, wie ich es im Fall der Lina im Elsass da, die Verschwundene, und auch im Fall dieser, Moment, da ist es, muss ein bisschen verkleinern, im Fall dieser Ariadna in Wien. Ich habe das, muss mal schauen, Rebecca Ariadna. Findet man da schon? Früher hätten wir mich da gefunden, aber jetzt sind sie ja also dabei, mich zu verdrängen. Das sind diese Rebecca-Artikel. Und da habe ich diesen Fall thematisiert. Also dieser Fall Ariadna, der ist sehr interessant in Wien. Und den halte ich total also für einen Fall, wo es um Loverboys geht. Dieser Fall, dieser Lina, wo ich auch Video gemacht habe, da hat sich ja auch dieser Typ da verdächtig gemacht. Und so, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen wenn man da schaut, mit, also die Infos, die man zu dem Fall mittlerweile hat, ist einfach, das Mädchen ist hat sich aufgemacht zu ihrem Freund, und dazu musste sie über Land und durch an der Straße entlang und dann durch den Wald und so weiter ein Stück laufen. Und dann gibt's Zeugen, die gesehen haben, wie jemand sie bedrängt, so halt neben ihr anhält und sie so etwas bedrängt. Und dann gibt's Zeugen, die haben sie freiwillig im Auto eines Mannes mitfahren sehen. So. Und da gehe ich davon aus, oder ich habe den Verdacht, dass der Typ etwas damit zu tun hat, dass die in das Auto eingestiegen ist. Zum Beispiel, indem er, ich sag mal, wenn jetzt ein Fahrer neben ihr hält und sagt, ich habe hier deinen Freund am Telefon, am Handy, und der will dir was ausrichten, du sollst doch bei mir einsteigen und ich nehme dich mit, er hat es für dich organisiert. So, dann gibt er ihr das Handy und dann sagt ihr Freund, ja, steig bei dem Mann ein, das ist mein Freund, der bringt dich zu mir. So, wenn es so war, dann hat er sie verraten und verkauft, praktisch, weil dann war sie ein Stück Fleisch, das er einfach an jemand verkauft hat. Ja, dann hat eine Gruppe sie reingelegt, gemeinsam reingelegt, wenn es so war. Und so muss man sich's liegt es nahe, dass es auch im Fall dieser Ariadna aus Wien war. Und jetzt aber kann es sein, dass diese und das ist ja das die Vorgehensweise von Loverboys praktisch. Wenn er ihr eine Beziehung vorspielt und dann praktisch sie letztlich in die Falle lockt. So. Und das ist natürlich eine Überlegung, die muss man auch im Fall der Rebecca haben. Nur kann jetzt natürlich sein, dass es
wenn jetzt das weil letzten Endes braucht man ja Leute aus dem Umfeld der Rebecca, die, wenn ich jetzt eine zutreffende Idee habe, die da was wiedererkennen und sagen, ja, das passt zu dem und dem und dem. Und da ist jetzt so, da gab's natürlich diesen Max, und da hat man diesen Max, hat man sich das gut vorstellen können, dass dieser Max eine Rolle da hat wie so ein Loverboy. Aber das kann auch ein bisschen anders gewesen sein. Und das, wenn man sich jetzt nur auf dieses Loverboy-Geschichte stürzt, es muss nicht einen Loverboy gegeben haben, also einen richtigen, mit dem sie richtig schon so eine Beziehung oder sowas hatte. Das muss nicht so gewesen sein. Und das will ich jetzt korrigieren. Ich denke, ich bin vom Prinzip her nahe dran. Die Rebecca wurde aus ihrem Umfeld heraus verraten und verkauft. Aber das muss keine echte Loverboy-Geschichte gewesen sein. Weil es kann einfach sein, die Leute denken vielleicht, ja, vielleicht hat der Universalgenie eine gute Idee, aber wir wissen nichts von einem Typ, wo sie jetzt wirklich so eine Beziehung gehabt hat. Ja, es muss nicht die totale Loverboy, die typische Loverboy-Konstellation gegeben haben, sondern wir müssen zurückgehen an den Punkt, wo die jetzt habe ich hier aus Versehen was angeschaltet. Moment, das muss ich jetzt ausmachen. Habe da so eine Vibrationsplatte, wo ich da meine Füße. Moment. Das hat eine Fernbedienung und man kann es aber auch mit dem Fuß. Okay, also. Es muss nicht ein Loverboy gewesen sein. Und jetzt versuche ich dieses Szenario zu optimieren. Man muss zurückgehen an den Punkt, wo es darum geht, dass die Rebecca wohl, aus der Beobachtung der Zeugin Samantha, die hat ja berichtet, die Rebecca hat gegen 18 Uhr war an der Bushaltestelle und sie hat sie telefonierend gesehen. Und nochmal an alle Deppen, an alle Idioten, die jetzt das da wieder nicht kapieren, wenn sie sagen, die Zeugin Samantha sei ja überführt worden, weil man ja gar nichts in die Kameras. Nochmal, die Polizei hat überprüfen wollen, ob die Rebecca morgens das Haus verlassen hat und mit dem Bus weggefahren ist. Deshalb haben sie morgens die Sachen über die Aufnahmen vom Bus und von der Bushaltestelle morgens. Und die Rebecca wurde aber von der Samantha abends gesehen. Das ist etwas, wo ja, das ist ein ganz anderes Szenario. Also, es ist nichts widerlegt worden, was die Zeugin berichtet hat, sondern es wird euch ein Haufen Scheißdreck erzählt. Das ist es. Und ihr müsstet viel mehr hier, ihr dürft euch das nicht so gefallen lassen. Also, wir gehen zurück. An diese Beobachtung, ich glaube der Zeugin, und wenn die Rebecca da telefoniert hat, dann gab es ein Zweithandy. Und dieses Zweithandy, klar, wenn es jetzt den totalen Loverboy gab, der jetzt dann, wie zum Beispiel im Fall der Maria Hentelmann, dieses 12-jährige Mädchen, oder also ungefähr 12 war sie, glaube ich. Und da ist sie mit dem 40-jährigen Mann durchgebrannt. Der hat ihr ein Zweithandy, ein geheimes Zweithandy zugeschickt im Vorfeld, damit sie heimlich kommunizieren können. So. Und das ist das,
An sowas habe ich ursprünglich auch gedacht im Fall Rebecca Reusch, wenn es jetzt die den einen großen Loverboy gibt. Aber das muss nicht auf diese Weise gekommen sein, dass jetzt ein Mann heimlich ihr mit ihr eine Beziehung aufgebaut hat und in dieser heimlichen Beziehung wo hat er es ihr ein Zweithandy gegeben. Nein, das Zweithandy kann die Rebecca auch so selber sich mal besorgt haben, und zwar aus dem Kontakt heraus, nicht mit diesem einen Täter, sondern mit einem Umfeld von Freunden, Freundinnen vielleicht, ja, ehemaligen. Aus diesem, und wenn man dieses Umfeld weiterverfolgt, dass man dann zum Täter kommt. Aber nicht direkt. Also im Fall der Maria Henselmann gab es das Handy und es kam direkt vom Täter. Und diese klare Beziehung, die muss es bei der Rebecca nicht geben. Das heißt, die Frage ist jetzt erstmal, wer, wenn die Rebecca ein Zweithandy hatte, dann, ich denke auch nicht, dass das, versteht ihr, das kann mal in einem Fall ganz gezielt auf diese Tat, und sie bekam es vielleicht kurz vorher erst, und hat das Handy, das zweite Handy erst kurz vorher dann gehabt, und dann kam die Tat, und alles hängt mit der Tat zusammen. Aber nein, ich denke, im Fall der Rebecca muss man anders denken. Die wird das Zweithandy schon eine Weile gehabt haben. Und es wird Leute geben, die, ja, es wird Leute geben in ihrem Freundeskreis, mit denen sie hier, die wissen von dem Zweithandy. Also ich denke eher, es gibt hier eine oder mehrere Leute aus ihrem Freundeskreis. Und die Leute, mit denen, sie hat nicht nur mit dem Täter praktisch mit diesem Zweithandy telefoniert, sondern sie hatte dieses Zweithandy in Gebrauch eine Weile vor ihrem Verschwinden, und dann kam, denke ich, irgendjemand aus diesem Umfeld, mit denen sie im Vorfeld schon mit dem Zweithandy kommuniziert hat, und vielleicht eben nicht nur mit dem Zweithandy. Aber ich denke, man muss ihren Bekanntenkreis. Ich denke, nicht der Täter ist jetzt ihr Mitschüler oder so, sondern es gibt eine Querverbindung. Und letzten Endes die Konstellation, da eben auch, sie wurde auch verraten und verkauft. Aber auf eine andere Weise, nicht mit einem klaren, eindeutigen Loverboy und nicht nur, indem sie an einen Täter gekommen ist und nur nur sie und der Täter kommuniziert haben, sondern ich denke, der Schlüssel ist jemand aus ihrem Bekanntenkreis. Ja, das ist meine Dings. Wie das genau gelaufen ist und ob das mal eine gute Beziehung war und sie dann mit jemand Streit bekommen hat oder wie auch immer im Detail. Aber das ist meine Erklärung. Das ist jemand, da gibt's nochmal, auch hier
wo es um das Thema Loverboy geht, der hat ja ein Alibi, aber dann kam raus, er hatte da auch ein Zweithandy versteckt, mit dem er jetzt da mit ihr Kontakt hatte und so weiter. Also der ist mittlerweile sehr verdächtig im Fall der Lina, aber er hatte für die Taten Alibi. Wenn er es war, hat er sie, die Lina, verraten und verkauft. Und an das muss man denken. Und wer das dann letztlich war, das ist, ja, also einen richtigen Bezug zum Täter herstellen. Das kann einer sein, der, was weiß ich, der die vielleicht das Opfer nur vom Foto kannte oder so und also wie bei was für Aktivitäten und Zwecken die Opfer dann am Ende enden, da will ich jetzt gar nicht rumspekulieren, aber der ausführende Täter, das muss nicht jemand sein, den man letztlich, wo es eine klare Spur gibt, den man irgendwie so aus im Umfeld ermitteln kann. Es gilt, die Zusammenhänge zu verstehen und dann letzten Endes nochmal, wichtig ist bei der Ermittlung weiterhin die richtige Auswertung dieser Handydaten. Ich sag's euch, die Polizei ist der Hauptfeind der Aufklärung in vielen Fällen. Auch im Fall Tristan Brübach habe ich ja schon gesagt. Und die Idee, man macht der Polizei einen Hinweis und dann ermitteln die das und so. Das ganze Denken und alles, was die Polizei macht, führt zur Verhinderung der Aufklärung, weil es nur Scheiße ist, was sie hier zusammen fantasieren. Nur Scheiße. Also die Polizei ist der Hauptfeind der Aufklärung im Fall Rebecca Reusch. Man muss es ihnen aus den Händen schlagen. Man muss ihnen den Fall aus den Händen schlagen. Man muss sie in einer gewissen Weise davonjagen, das ist, solange die Macht haben, solange die in der Position sind, als ob sie den Rechtsstaat vertreten und so weiter. Ihr müsst erkennen, dass es Fälle gibt, wo eure Politiker, eure Medien, eure Beamten eure Hauptfeinde sind. Ihr müsst ihnen das Handwerk legen. Anders kann man den Fall Rebecca und viele andere Fälle wohl nicht aufklären. Ja, und ob eine Konstellation, wo ich irgendeinem Beamten oder irgendeinem Gesindel befehlen kann, was er zu machen hat, die ist natürlich schwer vorstellbar. Dann muss man sich's eben, wenn man sich aber vorstellt, versteht ihr, wenn die, es gibt ja die Aussage, wenn Wählen etwas ändern würde, wäre es schon längst verboten. So. Das Wählen ist nicht verboten, weil ihr als Volk von den Medien so effektiv ins Hirn geschissen bekommt, so effektiv verarscht und verblödet werdet, dass die Schweinehunde und Verbrecher sich so sicher sein können, dass ihr
macht, was sie sagen, und dann lassen sie euch wählen. Ja, und hier, wenn ihr als Volk hier aufwacht, eines Tages, dann ist es natürlich so, dass man wählen kann, das ist schon gut, das ist schon eine gewisse Macht, nur, dass ihr Idioten das Richtige macht da dabei, das ist eben das Ding. Also ich wähle gar keine dieser Parteien. Ich bin ein Nichtwähler. Aber das heißt nicht, dass ich nicht politisch aktiv bin. Und ja, wenn das Volk in großem Umfang aufwacht und diese Verbrecher erkennt, die praktisch die Elite ihrer Nationen darstellen, dann ist natürlich schon über die Politik möglich, diesen Idioten und Verbrechern, die verhindern, dass manche Fälle aufgeklärt werden, das Handwerk zu legen, ja. Und dann ist es zwar schlecht vorstellbar, dass jetzt ich irgendwo hinstehen kann und sage, so, du kleiner Polizist, ich befehle dir, das so und so zu machen. Das ist jetzt natürlich schwer vorstellbar. Aber auf Umwegen über Politik, über Justizminister, neuer Justizminister, der hat schon die Möglichkeiten, hier ein paar Leute auszuwechseln, und dann steht auch so eine Mordkommission stramm am Ende. Ja, und dann muss man denen einfach letzten Endes, ja, und dann wird man natürlich erwarten, dass das diplomatisch und so, selbst wenn es so wäre, dass ich denen befehle, was sie zu machen haben, wird man natürlich das dann alles so so, dass es halt nicht so offensichtlich und nicht so, ja, aber irgendwie muss man denen sagen, was sie zu machen haben. Und sie haben die Daten und ich sag denen, wie sie sie auszuwerten haben. Weil sie so sich Versager sind, so alles vertrottelt haben, sich so als Feinde des Volkes präsentiert haben. Und und weil sie einfach zu blöd sind, gezeigt haben, dass sie zu allem zu blöd sind, an vielen Stellen. Ich nenne jetzt keine Namen und so, aber Vertreter des angeblichen Rechtsstaats, meine ich, ja, so im Allgemeinen. Und ja, man muss es ihnen wirklich sagen, was sie zu tun haben. Es wird ein Datensatz, es wird eine Verbindung gesucht aus den Daten um 18 Uhr in dieser Funkzelle. Da gibt's eine Paarung, da gibt's ein Dings, da gibt's die Rebecca mit einem Handy, das nicht ihres ist, man kennt die Nummer nicht, man weiß nur, diesen Anruf der Rebecca mit ihrem Zweithandy um 18 Uhr, den hat man. Und dann geht man einfach davon aus und sagt sich, diese Kombination hat es an diesem Tag wohl nicht nur einmal gegeben. Und das ist die erste Stufe der Filterung. Das ist die erste Stufe der Filterung. Man hat eine Datenmenge und dann schaut man sich an, unter diesen Telefonaten gibt's mehrere Verbindungen, die an dem Tag schon öfters telefoniert haben. Klar, aber eine davon ist es. Und dann
sage ich mal, das ist dann schon eine starke Reduzierung. Man hat jetzt, was weiß ich, 1000 Nummern, die in irgendeiner, die irgendwie aktiv waren, und dann sucht man da ein Pärchen von Nummern, das an diesem Tag schon mehrmals telefoniert hat. Zumindest noch einmal sonst. Also, und damit wird das Ganze schon übersichtlich. Und dann tut man mal die 80-Jährigen aussortieren, also nur als Beispiel und so weiter. Und ich sag euch, man wird hier rasch auf eine ganz überschaubare Gruppe von Leuten kommen, und die überprüft man. Und wehe, man findet jemand, was heißt wehe, da ist noch nicht verboten, aber in dem Moment, wo man jemand findet aus dem Umfeld von der Rebecca, dann muss man hellhörig werden. Also, und ja, versteht ihr, ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendeinen Polizisten abscham, mit der Peitsche irgendwie durch die Manege treibe. Das wäre die falsche Formulierung. Aber, versteht ihr, zum Aufschauen gibt's in diesem Fall nichts irgendwie zum Respekt haben. Es ist eine Schande, es ist eine Scheiße. Es ist in diesem Fall, ist getrottelt worden, so die Körn verhaftet und weggesperrt. Was da gemacht wurde, ist eine unsägliche, das ist unsäglich, ja. Und es ist ja auch so, indem er sich da sinnlos auf diesen Schwager da festlegt und die Zeugen zur Sau macht, passieren ja auch immer wieder neue Taten, ähnliche Taten. Ja klar, so ein Fall wie die Rebecca in dieser, da kann man sagen, das ist jetzt nicht so oft passiert in Berlin. Aber diese Kreise sind weiter aktiv, und das Volk muss solche Ermittler wirklich als Feinde erkennen. Für mich sind die Ermittlungen im Fall Rebecca Reusch stellen eine, ja, das ist volksschädlich, das ist ein Skandal, ja. Okay, ja, und es ist mir natürlich klar, dass Leute versuchen werden, mich letzten Endes in den Knast zu bringen, ja. Und die werden versuchen, gegen mich vorzugehen. Das gibt's natürlich auf verschiedener Ebene. Es gibt natürlich auch echte Idioten da dabei, die sich total verstolpern. Die eine werden sich ein bisschen raffinierter anstellen als die anderen. Und einer davon, er hat jetzt die Bernikalypse hier gestartet. Und klar, das wird etwas geben. Ich habe ja über den Prozess, ich bin dann später nicht mehr so drauf eingegangen, auf das Thema, aber das kommt natürlich noch. Das ist sie haben mich ja verurteilt, das ist ein Scheiß, haben sie gelabert, und wo sie mich da verurteilt haben, das war, das ist totale Rechtsbeugung. Und ich wird hier nochmal, ich habe Revision eingelegt und so weiter. Aber das ist ein Skandal. Und klar, das geht, wenn ich hier standhaft bleib, dann geht es auf eine Haftstrafe hinaus. Das ist noch nicht im ersten Moment,
Aber das die werden versuchen, mich wegzusperren. Aber damit, wenn es dann aber nicht gelingt, sage ich mal, werden sie es, sage ich, noch viel mehr bereuen, wie wenn das Ganze, sage ich mal, auf dem kleinen Niveau gewesen ist. Ich bin ein Wohltäter des Volkes, sage ich mal. Und die Feinde des Volkes stellen mich aber als jemand dar, als das, was eigentlich sie sind. Sie tun so, als ob ich jemand bin, dem der Staat irgendwie bestrafen muss und so und so. Und dabei ist alles, was ich mache, positiv. Und da gibt's die Geschichte vom Purim. Und zwar Purim, Leute, das ist ja jetzt um die Zeit. Purim. Wobei, das mit dem Kalender, das stimmt alles hin und vorne nicht. Es ist jetzt so im Frühjahr, es ist jetzt nicht an dem genauen Datum dahin. Aber man sieht, es wird die Juden feiern, es am 23. und 24. März. Also, ich lese mal das vor, nicht, dass ich was davon halte, von den Leuten, die das hier jetzt hier erklären und so, ich schau mir doch mal an, was sie jetzt da schreiben. Also, Purim ist ein Freudenfest. Der Tag erinnert an die Errettung des jüdischen Volkes in der persischen Diaspora im 5. Jahrhundert vor Christus. Der Regierungsbeamte Haman plant die Ermordung aller Juden im Reich. Das genaue Datum soll per Los im hebräischen Pur entschieden werden. Hamans finsterer Plan kann aber dank der Tapferkeit von Königin Esther verhindert werden. Esther, die ihre jüdische Abstammung zunächst verschwiegen hat, ergibt sich ihrem Ehemann König Achashverosch zu erkennen und bittet um Gnade für ihre jüdischen Brüder. Das reicht als Erklärung nicht. Jetzt schauen wir mal. Mordechai aus der Bibel. Weil der spielt hier auch noch eine Rolle. Den Kerl darf man nicht so oft übergehen. Okay, jetzt schauen wir mal. Mordechai. Also, zu den Zeiten des Ahasveros, der König war von Indien bis Kusch über 127 Provinzen, als er auf seinem königlichen Thron saß in der Festung Susa, hat er festgemacht. Ich tue es jetzt ein bisschen zusammenfassen. Also er hat er festgemacht, hat seine Dings dahin gerufen, seine Fürsten und so. Und dann hat er auch, als die alle da waren, er wollte sein Weib vorführen, was er für ein sexy Weib hat. Und dann hat er zu der gesagt, los, zieh dich schön an und tanz, komm mal, und dass ich dich präsentieren kann. Und die Königin, die hat es angekotzt, da sich so als Sexobjekt da vorführen lassen. Und die hat halt schon ein bisschen, selbstbewusst, war halt als Königin und so. Und hat sich nicht alles so gefallen lassen. Und das hat den König angekotzt. Dann er hat sie nicht abgemurkst, aber er hat sie gesagt, nee, mit der will er nichts. Er will mehr so eine bisschen die,
Also die war ihm zu selbstbewusst. Er wollte so eine, die sich mehr anpasst und die er mehr ein bisschen befehlen kann. Da hat er gedacht, dann nimmt er sich jetzt am besten so eine Junge und so und schaut mal, wie er, was er da, also mit seiner Alten wollte er dann nichts mehr zu tun haben, weil die hat ihn blamiert. Der König hat gesagt, hat er befohlen, dort anzutanzen. Und dann hat die gestreikt und das hat ihn angekotzt. Und dann haben auch seine Minister haben gesagt, also ja, das geht gar nicht. Wenn die Weiber im Königreich hören, wie frech die Königin da hat zum König war, dann fangen die alle an zu rebellieren. Das ist das gar nicht. Da muss man ein Exempel machen mit dieser Königin Vashti, hat sie geheißen. Also dann haben sie die haben sie die ausgebotet und dann ging es darum, dass sie eine neue so ein junges Kätzchen hier, wo sich halt noch praktisch, wo nicht so selbstbewusst ist. Also, und dann haben sie da so Schönheitswettbewerbe gemacht, damit sie eine neue Königin findet. Und dann war auch, irgendwie kam diese Esther, die war halt ziemlich hübsch, da haben sie die auch, haben sie die irgendwo gesehen, haben sie die halt auch so als die schönen Jungfrauen haben sie da zusammengebracht, damit sie so eine Misswahl da machen und die wo das gewinnt quasi, das soll die neue Königin sein. Ja, und dann hat diese Esther, das ist eine Jüdin, ein jüdisches Mädchen, hat die diese Misswahl da gewonnen sozusagen, ich sag einmal Misswahl, und diese Esther, die war aber mit ihrem Onkel oder Pflegevater, also das war da. Also jetzt und jetzt komme ich da Hanna. Also jetzt gehe ich da drüber. Also die Männer des Königs haben dann gesagt, ja, wir schnappen uns einen Haufen Jungfrauen und machen eine Misswahl und die das dann gewinnt, die werde Königin an Vashtis Stadt. Das gefiel dem König und er tat so. Und dann geht's weiter. Es war ein jüdischer Mann in der Festung Susa, der hieß Mordechai. Ein Sohn Jairs, des Sohnes Shimis, des Sohnes Kish, bla bla bla. Und er war ein Pflegevater der Hadassah. Das ist Esther, einer Tochter seines Oheims. Denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und sie war ein schönes und hübsches Mädchen. Und als ihr Vater und ihre Mutter starben, nahm sie Mordechai als Tochter an. Das Respekt, sage ich mal, ja, so, wenn er das alles richtig gemacht hat. Als nun das Gebot und Gesetz des Königs bekannt wurde, und viele Jungfrauen zusammengebracht wurden in die Festung Susa, in die Obhut Hegeis, wurde auch Esther in des Königspalast geholt, in die Obhut Hegeis, des Hüters der Frauen, also wahrscheinlich so ein Eunuche da. Und das Mädchen gefiel Hegei und sie fand Gunst bei ihm. Und er beeilte sich, ihre Schönheit zu pflegen und ihr genügend Speise zu geben und dazu 7 auserlesene Dienerinnen, und so weiter und so fort. Also letzten Endes hat die Misswahl gewonnen, ja. Also aber Esther sagte eben nichts von ihrem Volk, also diesem Hegai und ihrer Herkunft, denn Mordechai, also ihr Pflegevater, hatte ihr geboten, sie sollte es nicht sagen. Und Mordechai ging alle Tage am Hof des Frauenhauses vorbei, um zu erfahren, ob's Esther gut gehe und was mit ihr geschehen würde. So, wenn aber die bestimmte Zeit für eine jede Jungfrau kam, dass sie zum König Ahasveros kommen sollte, nachdem sie 12 Monate nach der Vorschrift für die Frauen gepflegt worden war, denn ihre Pflege brauchte so viel Zeit, nämlich 6 Monate mit Balsam und Myrrhe und 6 Monate mit kostbarer Spezerei, war auch Schwachsinn, aber naja. Dann ging die Jungfrau zum König und alles, was sie wollte, musste man ihr geben, damit sie damit vom Frauenhaus in den Palast des Königs ginge.
Und wenn sie am Abend hineingegangen war, ging sie am Morgen von ihm in das andere Frauenhaus, in die Oppo des Schasgas, des königlichen Kämmerers, bla bla bla. Und sie durfte nicht wieder zum König kommen, es sei denn, sie gefiele dem König und er ließe sie mit Namen rufen. Also, und so ist die dann halt, hat die diese Misswahl gewonnen, ist die Königin geworden. So. Und der Mordechai, der hat halt immer sich so ein bisschen da um das Harem rumgetrieben und hat so ein bisschen einfach so, dass er erfährt, ob es seiner Esther gut geht. Und als man nochmal Jungfrauen zusammenbrachte, saß Mordechai im Tor des Königs. Und Esther sagte nichts von ihrer Herkunft und von ihrem Volk, wie ihr Mordechai geboten hatte. Denn Esther tat nach dem Wort Mordechais, wie zur Zeit, als er ihr Pflegevater war. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten zwei Kämmerer des Königs, Bigtan und Teresch, die an der Schwelle die Wache hielten, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasverus zu legen. Als das Mordechai zu wissen bekam, sagte er es der Königin Esther, und Esther sagte es dem König in Mordechais Namen. Und als man nachforschte, wurde es als richtig befunden, und sie wurden beide an den Galgen gehängt. Und es wurde vor dem König in die Chronik geschrieben. Nach diesen Geschichten erhob der König Ahasverus den Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, und machte ihn groß und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Da sprachen die Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du des Königs Gebot? Und als sie das täglich zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, sagten sie es Haman, damit sie sehen, ob solch ein Tun Mordechais bestehen würde. Denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude wäre. Und als Haman sah, dass Mordechai nicht die Knie beugte vor ihm, nicht die Knie beugte, noch vor ihm niederfiel, wurde er von Zorn erfüllt. Aber es war ihm zu wenig, dass er allein an Mordechai die Hand anlegen sollte, denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai wäre, sondern er trachtete danach, das Volk Mordechais, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasverus, zu vertilgen. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Ahasverus, wurde das Pur, das ist das Los, geworfen vor Haman von einem Tag zum anderen und von Monat zu Monat. Und das Los fiel auf den 13. Tag im 12. Monat. Das ist der Monat Adar. Und Haman sprach zum König Ahasverus: Es gibt ein Volk, verstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Provinzen deines Königreichs, und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker, und sie tun nicht nach des Königs Gesetzen. Es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen. Gefällt es dem König, so lasse er schreiben, dass man sie umbringe. So will ich 10.000 Zentner Silber darwägen in die Hand der Amtleute, dass man es bringe in die Schatzkammer des Königs. Da tat der König seinen Ring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Feind der Juden. Und der König sprach zu Haman: Das Silber sei dir gegeben, dazu das Volk, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. So, jetzt ist gerade irgendwas gekommen. Nein, noch nicht. Gab's dann den Plan, zum bestimmten Tag alle Juden auszurotten. Und das geht auf diesen Ahas, auf diesen Mordechai zurück. Dieser Mordechai hat sich
mit seiner kritischen Art so verhasst gemacht, ja, dass es zu einer, ja, dass man hinter ihm her war. Und da eben noch hinter dem ganzen Volk. Ja, und jetzt muss ich mal schauen, dann war das, ja, also ein paar Sachen muss man lesen. Also, als Mordechai alles, oder Moment, ja, also das war dann natürlich problematische Situation, weil die Juden sollten alle umgebracht werden. Und wie fasse ich das jetzt am besten zusammen? Also der Haman hat sich dann immer mehr über den Mordechai aufgeregt, weil der immer auch später nicht die Knie vor ihm gebeugt hat. Und dann hat er sich mit seinen Freunden beratschlagt und da haben sie überlegt, den Mordechai, den bringen wir doch vorher um. Wir bringen zwar das ganze Volk auch um, aber den Mordechai bringen wir vorher um. Und dann hat er schon einen Galgen bei seinem Haus 50 Ellen hoch, was weiß ich, 20 Meter hoch oder mehr oder noch mehr, 25 Meter hoch oder was, hat er da aufrichten lassen und dass man praktisch am nächsten Tag wollte er dann diesen Haman, diesen Mordechai an diesem Galgen aufhängen, am nächsten Tag. Aber in dieser Nacht hat es dem König geträumt, in dieser Nacht hat der König nicht schlafen können und ließ er sich die Chronik bringen, was ist so passiert ist. Einfach, er konnte nicht schlafen, hat er denkt, sonst hätte er halt, heute hätte er ein bisschen Fernsehen geschaut oder was weiß ich, aber da hat er sich halt die Chronik bringen lassen und vorlesen, was ist denn so passiert. Und dann wurde ihm vorgelesen, dass dieser Mordechai, der am nächsten Tag am Galgen hängen soll, dass der ja diese Verschwörung gegen den König aufgedeckt hat. Und dann hat der König gesagt, ja, und was hat er für eine Belohnung bekommen? Keine Belohnung hat er bekommen, hat es dann geheißen. Und dann sagt der König, das geht ja nicht. Und dann hat er angeordnet, dass der jetzt eine große Belohnung bekommt. Und Moment, jetzt muss ich kurz das pausieren. So, jetzt muss ich schnell machen, jetzt muss ich aufbrechen gleich. Also, das war dann also so, der Haman hatte also vor, den Mordechai aufhängen zu lassen. Und dazu ist er zum König und wollte dem König den Vorschlag machen, dass man den Mordechai aufhängt. Und als er aber zum König gerade reinkommt, und den König den Vorschlag machen will, dass man den Mordechai aufhängt, weil er so frech ist, kommt ihm der König entgegen und sagt, dass gerade dieser Mordechai, den der Haman aufhängen wollte, dass er der Wohltäter ist und der Haman soll ihn ehren. Und dann bestimmt der König, dass der Haman praktisch jetzt, anstatt den Mordechai aufhängen zu können, muss der den jetzt auf dem Gaul durch die Stadt führen und vor ihm ausrufen lassen, das ist der Wohltäter des Königs, der wird jetzt hier geehrt. Also, das ist schon so richtig, das ist natürlich, ja, das war sehr frustrierend für dieses Arschloch Haman. Und da war er dann wirklich fix und fertig. Der wollte den Mordechai ermorden jetzt,
aufhängen lassen und natürlich auch noch foltern und alles Mögliche. Und stattdessen muss er ihn auf dem Gaul durch die Stadt führen. Also, ach nee, das war noch, ist noch besser. Genau, also der König hat ihn noch gefragt, Haman, was macht man mit einem Mann, den der König ehren will? Und da hat der Haman gedacht, ja, da meint der König mich, also ich soll geehrt werden, hat er gesagt, ja, der Haman, ja, also da soll man königliche Kleider bringen, die der König zu tragen pflegt, und ein Ross, wo auf dem der König auch schon geritten ist, und an dem Ross der königliche Schmuck ist, und man soll Kleid und Ross einem Fürsten des Königs geben, dass er den Mann bekleide, dem der König Ehre erweisen will, und ihn auf dem Ross über den Platz der Stadt führen und vor ihm her ausrufen lassen, so tut man dem Mann, dem der König Ehre erweisen will. Und dann kam's. Der König sprach zu Haman, eile und nimm Kleid und Ross, wie du gesagt hast, und tu so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt, und lass nichts fehlen an allem, was du gesagt hast. Und so musste jetzt der Haman den Mordechai ehren. Ja, und es ging dann weiter. Also er hat schon einen Galgen aufrichten lassen für den Mordechai, wollte jetzt nur noch der König sein Okay einholen, und dann fing es zuerst an, dass er den er aufhängen wollte, ehren musste, und am Ende wurde der Haman an dem Galgen selber aufgehängt, den er für den Mordechai bestimmt hat. Ja. Und das Ganze, nicht nur das, sondern es war ja, da haben sich viele gefreut, dass sie die Juden jetzt abmurksen können an diesem bestimmten Tag. So, und dann haben die natürlich sich im Vorfeld schon gesagt, wenn sie ihre jüdischen Feinde gesehen haben, wartet, an dem Tag werden wir euch alle umbringen. Und dann hat sich das Blatt aber so gewendet, der Haman wurde dann an seinen Galgen gehängt, und dann gab's aber noch eben diesen Tag, an dem alle Juden umgebracht werden sollten. Und das Gesetz, dass man an dem Tag auf die Juden losgeht, das konnte auch irgendwie nicht geändert werden, aber dann hat der König ein neues Gesetz gemacht, die Juden dürfen sich wehren. Und dann war das klar, als die Leute gesehen haben, wie sich hier das Blatt gewendet hat, sind sie praktisch, sage ich mal, dann waren sie plötzlich keine Judenfeinde mehr, sondern sie haben gemerkt, wir müssen uns mit den Juden gutstellen, sonst geht's uns schlecht. Dann gab's nur noch den harten Kern der Judenfeinde, und aber die Masse des Volkes ist umgeschwenkt, und das hat dazu geführt, dass sie diese Feinde der Juden dann zu zigtausenden abgemurkst haben. Also den Haman als Auslöser von der ganzen Scheiße, den hat der König dann an den Galgen hängen lassen, an seinen eigenen Galgen, den er für den Mordechai bestimmt hat. Ja, also ich will mich jetzt nicht eins zu eins mit dem Mordechai vergleichen, aber ja, ich bringe hier etwas. Ich eskaliere hier etwas. Ich meine unbeugsame, aggressiv überlegt aggressive Art führt zu einer Situation, wo mich Leute hassen. Zu Unrecht hassen, aber sie hassen mich. Sie werden versuchen, gegen mich vorzugehen. Ja, und jetzt geht's drum, wie geht das Ganze aus? Alle, die meinen, sie können mich, was weiß ich, anzeigen, das und das und das und das. Ja, das könnt ihr machen, aber ihr wisst noch nicht, wie es ausgeht. Auch dieser Haman hat alles Mögliche sich vorgestellt. Aber wenn Gott einen anderen Plan hat, dann werden eure ganzen Vorhaben gegen mich auf euch zurückfallen. Und das ist es, versteht ihr mir? Wenn die Leute, die mich hassen und die mich bekämpfen wollen, ja, ich sag mal,
könnt jetzt sagen, ich hasse euch auch. Das ist aber die falsche Formulierung. Ich nehme, versteht ihr, ich sage, ich, so wie dieser Mordechai, war ja eigentlich ein Wohltäter des Königs des, und des Volkes und wurde aber von irgendwelchem Drecksgesindel verleumdet und als das und das und das dargestellt. Ich sage, ich bin einer von den Guten. Was ich beitrage in den Kriminalfällen, ist sinnvoll und gut. Und wenn ich Leute verbal angreife, dann haben sie es, ich mache auch mal einen Fehler vielleicht, dann kann ich mich auch mal irgendwo entschuldigen, wenn ich es einsehe. Aber in der Regel ist es so, dass es die Leute, wenn ich sie angreife, greife ich sie zurecht an. Und wenn dann Leute auf mich losgehen, dann, ja, dann, ich bin bereit, versteht ihr, ich bin bereit, dass Leute versuchen, mich zu verurteilen, ja, das nicht nur versuchen, das tun sie ja, und versuchen, mich letzten Endes im Gefängnis zu entsorgen. Ja, ich bin als Märtyrer bereit, einen Preis zu zahlen, aber, das kann sich, Blatt kann sich auch wenden. Und dann sage ich euch, die in dieser Geschichte sind die Feinde dieses Mordechai und der Juden zu Tausenden erschlagen worden, getötet worden. Und der, der den Mordechai am Galgen aufhängen wollte, ist an seinem eigenen Galgen aufgehängt worden. So. Also, und deshalb sage ich euch, ja, ich nehme den Konflikt an. Wenn ihr mit mir kämpfen wollt, dann auf geht's. Auf geht's. So. Also. Schauen wir, wie es weitergeht und wie es ausgeht. So. Und jetzt muss ich aber ich habe ja ein paar sinnvolle Sachen gesagt im Fall Rebecca, das kann ich so stehen lassen. Jetzt erledige, was ich zu erledigen habe. Ich lade das Video hoch und dann ja, schauen wir, wie es weitergeht.